Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Microsoft Word. Heute wollen wir etwas mehr Ordnung hineinbringen und einen Überblick verschaffen. Und oftmals kann man Überblick verschaffen mit sogenannten Tabellen. Ja, Tabelle ist eine übersichtliche Darstellungsweise, dass man irgendwelche Sachen in Tabellen zusammenfasst. Ich möchte hier zum Beispiel im Anhang hinten eine Tabelle machen mit der Auflistung von irgendwelchen Shortcuts, also Steuerung irgendwas, ja, irgendwelche so Shortcuts. Das möchte ich jetzt vor den Verzeichnissen einfügen. Das heißt, ich stelle mich am Ende des Anhangs da, drücke Enter, sage okay, dann mache ich jetzt eine Überschrift 2 und sage wichtige Shortcuts. Passt. Und da mache ich jetzt eine Tabelle hinein, wo das eben aufgelistet ist. Und Tabelle einfügen geht mit Einfügen. Und da gibt es hier eine Tabelle, guck, ja, und da kann man jetzt aussuchen, wie groß die Tabelle ist. Ja, und drei Spalten müsste ausreichend sein, Shortcut, Name, Beschreibung, gut. Und dann mache ich einmal 4. Gut, also was habe ich gesagt? Da oben bekomme ich jetzt viele verschiedene Sachen dazu. Ja. Gibt es eine Kopfzeile oder nicht? Ja. Ergebniszeile, letzte Spalte. Kann mir eine Formatierung aussuchen? Ich meine, man kann sie da austoben wie üblich. Ja. Also da gibt es ja wirklich von ganz schier bis... Ich bin ja immer ein Fan des eher Simplen, ja, weil ich brauche das nicht so bunt und was weiß ich. Was. Für mich ist das ausreichend. Ja. Für mich ist es ausreichend. Dann haben wir noch Layout dazu bekommen. Da werden wir auch uns was anschauen. Ja. Also, ich schreibe jetzt mal ein Shortcut. Ups, Shortcut. So, wie komme ich jetzt in die nächste Zeile, in die nächste Spalte? Ich kann natürlich da hineindrücken mit der Maus. Ja. Titel oder Name, nehmen wir einen Name. Aber eine, ich muss immer umgreifen zur Maus. Immer rübergreifen, ja, Tipp ein. Deswegen gibt es da auch mit der Tabulator-Taste, kann ich in die nächste, oh, schau, dann macht er gleich was hinzu. Ja. Und mit Shift-Tabulator-Taste kann ich in die vorige Zelle. Okay? Name und Beschreibung. Beschreibung. So. Also, was haben wir für ein Shortcut? String plus C. Kopieren. Kopiert den markierten Bereich. Kopiert den markierten Bereich in die Zwischenablage. Und da sehen wir, erst, das wäre ja nicht schlecht, wenn das unterschiedliche Spaltenbreite hätte. Ja, weil da ist man, Shortcut ist eine, das braucht nicht so breit sein. Jetzt kann ich hier diese Spalte nehmen, nach links ziehen. Funktioniert. Den nach links ziehen und da kann ich sagen, super, funktioniert. Müssen wir aber aufpassen, gell? Müssen wir aufpassen, weil es gibt nämlich in seiner Tabelle, kann ich entweder den Text markieren, steht, ja? Ich kann entweder die Zeile markieren, dann schaut das so aus, dann ist das da hinten auch noch so komisch grau, ja? Und indem ich da links, geht's vor rechts auch, glaube ich nämlich nicht, nein, es geht nur links, ja? Kann ich mir die ganze Zeile markieren, dann kann ich eine ganze Spalte markieren, das mache ich oben, ja, dann wird die ganze Spalte markiert. Und dann kann ich aber auch noch nicht nur den Text in einer Zelle markieren, sondern auch die Zelle selbst. Und die Zelle selbst markiere ich, indem ich da irgendwo in die Mitte hinfahre, so komisch linkslich, und dann kommt so ein schräger Pfeil, und wenn ich dann drauf drücke, dann habe ich die Zelle markiert. Schaut fast so aus, wenn ich nur den Text markiert hätte. Ja. Und wenn ich jetzt da herumzupfe, dann verschiebe ich nur die eine Zelle. Das will man üblicherweise nicht. Steuerung Z. Das ist auch ein Shortcut. Ja, Steuerung Z, undo. Ja. Deswegen mache ich es immer so, dass ich mir da oben eine Spalte markiere und das habe ich dann ganz genau. Heißt, das ist 2 cm breit. Und die soll von mir aus 3 cm breit sein.
passt. Und die soll auf den Rest auf 16, 2 und 3 sind 5, sind 11 cm. Wie gesagt, Techniker, mir gefällt das gut. Dann haben wir hier, ne, dann haben wir hier, die Kopfzeile soll von mir aus anders ausschauen. Ich habe ja schon eine neue Formatvorlage angelegt. Ja. Man kann entweder da fett drucken von mir aus, ja, aber wir haben ja gesagt, das ist nicht so gut. Ich habe hier für ein Formatvorlage angelegt und gesagt, okay, es gibt einen Tabellentitel, der ist halt fett und die restlichen Zellen, man kann auch mit der Maustaste gedrückt, es sind so viele Sachen, die da aufpoppen, restlichen Zellen markieren und dann habe ich Tabelleninhalt und bei mir ist halt der Tabellentitel ist halt einfach Standard plus Fett und der Tabelleninhalt ist halt Standard und 9 nur groß, weil ich glaube, das ist ausreichend. Okay, und jetzt kann ich da meine Tabellen String plus X ausschneiden, kopiert den markierten Bereich in die Zwischenablage und löscht ihn danach. Dann haben wir noch String plus V einfügen, fügt den Inhalt der Zwischenablage an der momentanen Position ein. So, und jetzt will ich zum Beispiel Steuerung Z auch noch hineinfügen. Wie mache ich das? Ja, jetzt ist ja die Tabelle zu Ende. Wenn ich hier rechts, gibt es zwei Möglichkeiten. Ja, entweder ich gehe mir in eine Spalte, gehe auf Layout und sage, darunter einfügen. Puck, dann habe ich schon was. Ja, dann kann ich zum Beispiel dann machen, Steuerung plus Z, ja, rückgängig, macht die letzte Aktion rückgängig. Steuerung Z ist ja ganz ein wichtiger. Das gehört eigentlich gleich am Anfang hin. Ja? Also das wäre eine Möglichkeit, das einzufügen. Okay? Dann, eine andere Möglichkeit ist hier auf der Seite mit dem Plüsschen. Ja, da sehe ich immer, kann ich zum Beispiel auch dazwischen, kann ich entweder da unten ein Plus machen oder dazwischen ein Plus, kann ich zum Beispiel da was einfügen. Ja? Und kann sagen zum Beispiel String plus F suchen öffnet den Suchen-Dialog. Find heißt das F. Ja? Zum Beispiel. Ja? Also so kann man das machen. Man kann natürlich nicht nur Zeilen einfügen, sondern auch Spalten. Ja, Steuerung Z brauchen wir schon. Ja? Und da oben kann man sich dann aussuchen, ja, wie ist denn das? Wie ist die Markierung zum Beispiel? Wie soll man das in der Mitte, in die Mitte hinsetzen? Ja, das schaut vielleicht für den Shortcut und für den Namen nicht so schlecht aus. Und den da hinten, den setze ich nach links. Ja, das schaut gut aus. Zellenbegrenzungen kann man aussuchen. Links, 0, rechts, 0. Schauen wir, was dann passiert. Puh, da biegt es aber schon dran. Ja, Steuerung Z, wichtiger Shortcut. Wichtiger Shortcut. Ja, so kann ich eben eine Tabelle aufbauen. Wenn ich jetzt nicht zufrieden bin mit diesen Rahmen und so weiter, ja, dann kann ich auf Tabellenentwurf gehen und je nachdem, in welcher Zelle ich bin, ja, also gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Entweder ich mache das da und sage, ich möchte da keinen Rahmen, dann hat genau diese Zelle keinen Rahmen. Schaut gleich vor, wie das hat genau diese Zelle keinen Rahmen. Ja? Oder ich sage, okay, ich mache einen linken Rahmen. Das da oben schaut eigentlich jetzt auch schlecht aus. Jetzt möchte ich auch in die Mitte. Und den gebe ich auch in die Mitte, obwohl da wird nicht viel. Ja? Und so kann ich praktisch im Tabellenlayout oder
alle Rahmenlinien außen. Was heißt das? Wo ist jetzt der Unterschied zwischen Rahmenlinie außen und alle Rahmenlinien? Das kann ich auch machen in einem ganzen Bereich. Wenn ich jetzt da zum Beispiel einen Bereich markiere, ja, und sage mal, keine Rahmen. Keine Rahmen. Dann hat genau dieser markierte Bereich jetzt überhaupt keinen Rahmen mehr drinnen. Ja. Markierte Bereich, Rahmenlinie außen, dann ist er außen rundherum, ja, und markierter Bereich, Rahmen, alle Rahmenlinien, dann ist es wieder aus wie vorher. Okay? Also, da kann man praktisch den Rahmen irgendwie aussuchen, ja. Ich kann halt diagonal, da kann ich irgendwas durchstreichen, das braucht man auch öfter in Tabellen, nach links, rechts, kann ich auch beides machen. Ja, dann ist voll durchgestrichen. Wie kriege ich das wieder los? Brauche ich nur ein zweites Mal wieder draufdrücken und ist wieder weg. Ja. Also da sehen wir immer, was alles markiert ist, das Graue, das Grau unterlegte. Und so kann ich meine Tabelle jetzt gestalten, wie ich will. Ich kann ja auch die Rahmenstärke praktisch aussuchen, welche Art von Rahmen und so weiter. Schrift, eine Farbe kann ich machen, ich kann einen orangenen Rahmen machen und kann sagen, jetzt streiche ich alles orange durch. Kann ich mich austoben. Das geht da oben bei Tabellenentwurf. Und im Layout kann man dann sagen, ja, manchmal macht es einen Sinn, dass man zum Beispiel so, wenn der erste Knopf hat einen Sinn, wenn ich zum Beispiel, sage ich, mit der rechten Maustaste kann ich auch, hier Rahmen, ja, kein Rahmen, so, jetzt schaut das so aus. Und jetzt sehe ich ja nicht mal, wo hört die Tabelle auf. Jetzt kann ich da rein in die Tabelle und im Layout Gitternetzlinien anzeigen, dann sieht man wieder, wo die Zellen aufhören. Gell? Dann sieht man das wieder. So funktioniert das. Wenn ich wieder loswerden will, die Tabelle, rechte Maustaste, löschen. Ja? Oder wenn ich eine Spalte loswerden will, Spalte markieren, Zellen löschen, Park weg ist. Was haben wir jetzt gelöscht? V, Steuerung V, Steuerung Z. Steuerung Z, den setze ich da ganz nach oben. Ja. Das ist das. Also darüber einführen, links haben wir noch Zellen verbinden, da könnte ich noch zwei Zellen zum Beispiel verbinden, Park, ja, dann ist das eine große Zelle. Das hat man hin und wieder, indem man zum Beispiel, probieren wir es, schau her, Shortcut, und da, diese Zelle möchte ich zum Beispiel, also, Park, ja, dann ist diese und diese, die möchte ich auch 3 cm breit machen, ja, die ist ja 3 cm breit, oder, die da. Jetzt ist nochmal 2,5 cm, wird ausreichend sein. Mache ich die hier auch 2,5 cm, 2,5 cm. Die da, jetzt habe ich da 5 cm, 7 cm. Jetzt kann die nochmal 9 cm breit sein, wenn ich auf 16 kommen will. Passt. Schaut so aus. Und da kann ich jetzt zum Beispiel sagen Deutsch, Englisch, Englisch. Ja. Copy. Copy. Cut. Paste. Find. Undo. Ja. Und da hat es jetzt zum Beispiel einen Sinn, ja, wenn ich das da zum Beispiel jetzt markiere, dann sage ich Start, das ist jetzt Tabelleninhalt, ja. Jetzt schaut es schon mal wieder voll schier aus. Aber jetzt hat es einen Sinn, wenn ich diese zwei Zellen zum Beispiel im Layout verbinde. Zellen verbinde. Ja? Ich möchte das in der Mitte, haben wir gesagt. Das markiere ich auch aus diese ganzen Zellen. Die sollen ebenfalls in der Mitte sein. Ja, passt. Das schaut jetzt aber schon besser aus, weil jetzt haben wir die deutschen Namen und die englischen Namen. Also manchmal macht das einen Sinn. Vielleicht schreibe ich es nur groß, Deutsch und Englisch. Ja? Englisch. Manchmal macht es einen Sinn, dass man so Zellen zusammenfasst. Und da habe ich das nicht, dann fasse ich die auch zusammen. Da habe ich das auch nicht, dann fasse ich die auch zusammen. Ja. Und jetzt
kann ich auch herzeigen, wo ist denn der Unterschied zwischen diesen, das ist Mitte oben, das ist Mitte unten, das ist Mitte Mitte. Ja? Und so ist das zu interpretieren hier. Und jetzt markiere ich wieder die ganze Tabelle. Tabellenwurf, Rahmen, alle Rahmenlinien, heute nur außen, jetzt habe ich automatisch, alle Rahmenlinien habe ich gesagt, passt. Na bitte, schaut doch nicht schlecht aus, der gefällt mir noch nicht, den möchte ich ja noch Mitte links, ja, also links mit. So, Tabelle. Ja. Rechte Maus, da oben auf diesem Knopsel kann ich immer die ganze Tabelle markieren, das ist auch manchmal hilfreich, ja, wenn ich sage, okay, die ganze Tabelle suche ich mir da oben aus. Ja. Und jetzt sage ich, Referenzen, da ist das, Beschriftung einfügen, weil die Tabelle wird normalerweise 8 ummachen, Tabelle, und der erkennt schon automatisch, das ist eine Tabelle, ja, Tabelle 1, ja, und dann nenne ich wichtige Shortcuts. Okay. Was denn jetzt? Jetzt ist das drüber. Jetzt ist das drüber. Wirklich wahr? Unter dem ausgewählten Element. Wichtige Shortcuts. Mir gefällt es unten besser. Okay. Jetzt ist es da. So, jetzt machen wir noch ein Verzeichnis hinzu. Start. Dritte Überschrift, Tabellenverzeichnis. Park. Referenzen. Abbildungsverzeichnis einfügen, gell? Abbildungsverzeichnis. Ja, schon eine Tabelle, hat er schon gecheckt, passt. Genauso, wo ich will, das. So wenig drinnen, ja, aber wenn mehrere Tabellen dazukommen, dann ist das auch so. Gut, das ist also Tabellen. Ja, auch wichtige Sachen wiederholt, ein paar Shortcuts kennengelernt, so machen wir Tabellen. In technischen Dokumentationen kommt man üblicherweise jetzt nicht aus mit diesen Sachen. Ja. Oftmals haben wir es mit Formeln zu tun, dass wir irgendwelche Formeln hinschreiben müssen. Das wollen wir uns das nächste Mal anschauen. Wie bringe ich denn eine Formel rein? Jetzt bin ich mir nicht sicher, wie ich das da reinbringe, weil bei Word brauche ich ja wirklich keine Formel. Aber ich zeige es trotzdem in diesem Dokument her, den sogenannten Formeleditor. Nächstes Video. Für dieses Mal. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.